Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy 14 Heavensward, zu einer neuen Brabbel-Daddel-Folge. Ihr musstet lange drauf warten. Folge 41 steht an und mich freut es ungemein, dass wir heute mal wieder Zeit gefunden haben und das auch unter dem Setup, muss man ganz klar sagen. Ihr seht's, ich bin hier in einer kleinen Runde mit der Rin sowie mit der Melitus, aber auch der Mischus da. Seid gegrüßt ihr. Hallo. 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 Na, wie ist es? Haben wir es mal endlich geschafft, ne? Das war gar nicht so einfach, mal einen Termin zu finden. Also, Mischu, du bist ja schon ziemlich viel unterwegs, oder? Zurzeit aktuell, ja. Leider. Ja, ja, was ist leider? Ich meine, du hast es dir so ausgesucht. Und warum wir das jetzt mal ansprechen, liegt einfach daran, ich habe ein paar Notizen gemacht und ich glaube, die Folge wird die Überschrift haben, ein Interview mit einem Aussteiger, Mischu. Was hältst du davon? Das hört sich ja an, als wäre ich irgendein Süchtiger. Na, ich weiß ja nicht, ob Final Fantasy 14 ja Suchtpotenzial hat, aber für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es oft mal im Livestream thematisiert von mir, dass er den Bischu jetzt aufgehört hat mit dem Raiden und dementsprechend auch nicht bei uns in der Raid-Gruppe mehr ist. Und das liegt ja jetzt schon eine längere Zeit her. Wie lange liegt es her jetzt schon? 3-4 Wochen, Bischu? Es müsste diesen Donnerstag 3 Wochen sein. Ja, und wie fühlt es sich an, Mischu? Also, ist es eine große Veränderung jetzt wieder oder wie ist es vom Feeling? Ja, man hat auf einmal sehr viel Zeit, muss ich sagen, um andere Dinge zu machen. Aber hat es den Gedanken eigentlich schon länger gehabt oder ist das eher so eine spontane Reaktion gewesen? Na, ich hatte schon mal vor einiger Zeit diesen Gedanken, dann ging es zwischendurch wieder, aber jetzt so bevor ich aufgehört hatte, so 3 Wochen davor ging das so wieder los. Dass eben gerade sich sehr viel in meinem Leben tut, dass ich ein bisschen mehr Freizeit brauche. Und ja, da kam das dann so. Ja. Wie ist es eigentlich beim Rest jetzt hierin? Hast du auch schon mal so das Gefühl gehabt, meine Güte, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und ich möchte das ein bisschen jetzt anders haben? Also hast du auch schon mal den Gedanken gehabt, im Raiden aufzuhören oder war das noch gar kein Thema für dich? Komplett aufhören, niemals. Das ist für mich so, ich brauche irgendwie so meine 2-3 Tage in der Woche, bei denen ich dann irgendwie abends was mache. Und da gehört Raiden für mich auf jeden Fall dazu. Okay. Und wie ist es für dich, Melitus? Ja, es gibt halt schon das ein oder andere Mal gab es halt schon den Gedanken, gerade wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist oder mit Freunden zusammensitzt oder so und halt immer so 3 fixe Tage in der Woche hat, wo man sich dann immer recht frühzeitig einfach verabschieden muss, weil man dann weiß, irgendwie 7 andere Leute warten auf einen und möchten halt vorankommen, dann ist es manchmal schon schwierig und dann hat man schon manchmal auch den Gedanken so, wow, ich wünschte nur, ich hätte jetzt keinen Raid. Aber ja, wenn man halt so dabei ist und mit seinen Leuten am Zocken ist und versucht, den aktuellen Raid-Content zu legen, dann packt es einen halt doch wieder und dann ist man doch wieder ganz froh, dass man da so drin ist. Wobei ich aber auch sagen würde, mir würden zum Beispiel auch 2 Tage in der Woche eigentlich reichen. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt 3 Tage die Woche. Ja, aber ich genieße auch die Zeit, sagen wir so, wenn so ein bisschen Lücken entstehen. Jetzt aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass gerade so Lücken entstehen, aber früher war das doch schon so gewesen, dass man den Content komplett durch hatte und dann hat man auch so gemerkt, dass man so ein bisschen ja sich zurücklehnen konnte und nicht mehr so viel raiden musste, unter Anführungszeichen. Das fand ich schon eigentlich immer auch ganz entspannend dazwischen. Ja, ja. Warum ich das Thema jetzt mal aufgegriffen habe und auch speziell jetzt hier im Rahmen einer Brabbel-Doll-Folge mal thematisieren wollte, liegt einfach daran, ich habe ja auch schon im Laufe der letzten Livestreams, habe ich mitbekommen von vielen Leuten, die gesagt haben, ich mache eine kleine Pause und werde erst mit dem nächsten Patch wieder anfangen, also die haben kompletten Break gemacht und bei dem Mischu bist ja trotzdem auch außerhalb des Raids noch aktiv am Spielen, halt nur weniger, oder? Richtig, also ich mache auch trotzdem noch das Cap an den Steinen wöchentlich voll und schaue auch so gern mal rein, weil ich ja auch eben gerne mit euch gespielt habe. Und also ich würde auch nie so, wie Rin sagt, eben komplett ganz aufhören mit dem Spiel. Aber für Raiden war halt jetzt aktuell keine Zeit mehr. Ja. Aber es gibt auch wieder so viele andere Möglichkeiten jetzt hier im Spiel Final Fantasy 14 irgendwie, ja, was zu erleben, was zu machen, ob das jetzt die neue Hauptstory ist, die auch mit Patch 3.3 rauskommen wird oder ob es auch die Anima-Waffe ist, ist auch so ein großes Projekt, Mischu, ist ja genau das Richtige für dich, du weißt. Oder auch PvP-Content, ist ja für jedermann was dabei. Wie ist denn jetzt vom Fokus für dich? Du hast gerade gesagt, du machst jetzt eher so die ganzen Steine-Farms hier zusammen, um ein bisschen besseres Gear zu bekommen. Gibt es auch noch andere Sachen, wo du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit investierst im Spiel oder
gibt's da eher weniger? Also aktuell kann ich das eher schlecht noch sagen, worauf ich mich jetzt fokussieren möchte, weil jetzt auch gerade der Sommer so vor der Tür steht und dann ist man ja doch abends ein bisschen länger unterwegs. Aber ich glaube, wenn, dann würde es eher wieder so in die Richtung gehen, mal die anderen Klassen zu leveln, so was mir jetzt so Spaß gemacht hat, noch ein DD hochziehen oder ein bisschen craften, also gibt ja genug Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Ist es denn eine Entscheidung, die du jetzt vielleicht im Endeffekt bereust oder sagst du für dich jetzt so nach drei Wochen knapp, das war auf jeden Fall das Richtige? Also ich muss sagen, so die erste Woche war so, da habe ich so gedacht, ah, verdammt, hättest du mal doch nicht aufgehört. Aber mittlerweile geht es. Also ich genieße diese Freizeit, die ich habe, total und dass ich auch halt wirklich mit Freunden was abends denn machen kann und nicht daran so zeitig gebunden bin, unbedingt diese 3 Tage da sein zu müssen. Ja. Verstehe ich voll und ganz. Hatte ich alleine heute auch Situation gehabt und die Melli ja ebenso. Waren wir einkaufen gewesen und hier noch vom Urlaub noch viel zu tun gehabt und und dann haben wir wieder auf die Uhr geguckt und haben gesehen, meine Güte, jetzt haben wir wieder Dienstag, es ist wieder bald 19 Uhr, Raid steht an und da muss man sich wieder ein bisschen abhetzen oder kurz noch den Leuten Bescheid geben, wird 15 Minuten später. Also man hat natürlich da, wenn man immer diese fixen Termine hat, ist man immer so gebunden und deshalb verstehe ich das voll und ganz, dass ihr jetzt das mal ein bisschen genießt, eben halt unabhängig vom Raid halt zu agieren. Wie ist es eigentlich für dich, Rin, persönlich? Du warst ja auch eigentlich fast durchgehend immer am Raiden, seitdem du Final Fantasy spielst. Es gab ja, glaube ich, nur eine kurze Unterbrechung, richtig? Eine Pause von 2 Monaten, glaube ich. Ganz am Anfang von Final Fantasy hatte ich da mal gehabt. Ansonsten habe ich immer durchgehend geraidet. War das jetzt nur eine Raid-Pause oder komplett raus aus dem Spiel? Komplett raus aus dem Spiel auch. Und war das für dich dann wieder ungewohnt, wieder reinzukommen ins Spiel, oder war das alles kein Problem? Ja, es war ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Vor allem, das war dann halt so, dass ich dann wieder reinkam und mir haben dann halt so Sachen noch gefehlt, wie das alte Coil, der T5-Boss hat mir halt gefehlt und dann noch die ganzen Prima-Es. Und dann hatte ich halt noch meine Freundesliste angeguckt und halt die meisten, die ich dann kannte, sind dann auch gar nicht da mehr aktiv gewesen. Und ich war dann halt auch ein bisschen verwirrt, ob ihr verschollen seid, denn ihr wart auch eine Zeit lang nicht online. Also ihr, die ganze Gilde, ich war ja noch bei euch in der Gilde drinne. Wirklich? Ja. Echt? Okay. Ja. Ich war dann so verwirrt und dann hatte ich dann halt irgendwann Rare und Uni gesehen und dann dachte ich, okay, ich glaube, die scheinen doch noch alle zu spielen und dass sie sich halt nur fürs Raiden einloggen. Ja. Das kann gut sein, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es immer so gewesen, wenn ich mal eine längere Pause gemacht habe, wenn ich von längerer Pause spreche, also für mich sind 2 Monate ist schon eine längere Pause, dann habe ich eigentlich nicht nochmal einen Einstieg wieder ins Spiel gefunden. Also ich war da ein bisschen radikal, kann man sagen. Das heißt, wenn ich eine längere Pause hatte, dann habe ich eigentlich nie wieder das Interesse gehabt, irgendwie wieder neu reinzugehen ins Spiel, weil ich das Gefühl hatte, ich habe einfach zu viel verpasst irgendwie. Keine Ahnung, wie das vom Gefühl war, aber wenn ich einmal raus bin aus dem MMO, dann war es das eigentlich gewesen. Aber wie ist es eigentlich für dich, Mishu? War das denn für dich von vornherein auch eine klare Entscheidung, okay, ich höre mit Raiden auf, aber ich mache jetzt andere Sachen, oder hast du auch damit den Gedanken gespielt, ich höre auch vielleicht komplett auf? Nein, den Gedanken hatte ich gar nicht. Also ich wollte schon weiterhin mit dem Spiel weitermachen, weil ja mir das vom Prinzip her gut gefällt. Ja. Also dieser Gedanke, der war nie da, dass ich komplett aufhöre. Aber denkst du, es wäre auch vom Gefühl her so ein bisschen schwierig, wenn jetzt, sagen wir mal, 3 Monate komplett raus bist, um dann wieder reinzukommen ins Spiel? Oder sagst du, na, ich würde da bestimmt sicherlich schnell wieder Anschluss finden? Das kann ich echt schlecht beurteilen, weil ich eben das so situationsmäßig noch nie hatte. Ist ja auch mein erstes MMO. Also kann ich das gar nicht sagen. Ja. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie es ist, weil wir hatten beim letzten Livestream hatten wir hier, wer war es gewesen? Ich glaube, Agu Andu war es gewesen. An der Stelle liebe Grüße an Agu Andu, falls ihr es gerade hört. Und er hat ja auch gesagt, macht jetzt gerade eine längere Pause und er wartet jetzt sogar erst auf ein Patch 4.0, also sprich die nächste Erweiterung, die irgendwann mal, keine Ahnung, 2017 kommen wird. Und ich weiß nicht, das könnte ich nicht. Irgendwie jetzt ein halbes Jahr oder über ein Jahr einen Break machen und dann wieder sagen, ich bin auf jeden Fall am Start, wenn jetzt komplett wieder vieles Neues kommt. Schwierig. Wie ist es eigentlich für dich, Melitus? Wie gehst du damit um? Hast du auch mal die Gedanken schon mal gehabt, okay, ich mache einen längeren Break und komme dann wieder zurück? Und wie fühlt sich das für dich an, so der Gedankengang?
Ja, es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aus Erfahrung heraus kann ich auch sagen, dass ich eher so gestrickt bin, wenn ich da mal mit einem MMO aufgehört habe, dass ich bisher zumindest den Einstieg nicht wieder gefunden habe, um ehrlich zu sein. Weil meistens war es dann halt auch so, dass in der Zeit dann so ein interessantes anderes MMO rausgekommen ist und da hat man sich dann mal gedacht, ja, gucke ich mir mal an. Und meistens ist man dann eigentlich in so einem anderen MMO halt eben hängen geblieben. Und von daher, also wenn ich ganz raus wäre aus einem MMO, stelle ich mir das auch schwierig vor, da wieder den Einstieg zu finden. Okay. Ja, das heißt jetzt für dich, Mishu, du genießt so ein bisschen Serie-Life, kann man so schön sagen. genau. Das ist ja, ja, so ist es also. Denkst du denn, das ist für dich, also ist für dich komplett ausgeschlossen jetzt, dass du nochmal so aktiv raidest, wie es jetzt die letzte Zeit gewesen ist? Oder sagst du, okay, naja, wenn das Wetter vielleicht ein bisschen schlechter wird und ich vielleicht noch ein bisschen mehr Bock habe, als jetzt zu zocken, dann möchte ich gerne wieder auch in eine aktive Raid-Gruppe? Oder sagst du, na, das war jetzt eine nette Erfahrung, aber das brauche ich nicht nochmal? Das kann ich auch echt schlecht einschätzen, muss ich sagen. Also, ich meine, aktuell ist es natürlich blöd zu sagen, weil jetzt echt tolles Wetter immer so war, ne? Aber ich denke mal schon, so im Winter macht man ja eh meistens abends nichts mehr und dann kann man ja sich auch wieder eine Raid-Gruppe suchen. Ja, ja. Ja, das ist aber wirklich so. Also für mich persönlich auch. Also wenn das Wetter, sagen wir mal, sehr warm ist, also sagen wir mal über 28 Grad, das als Gamer ist dann schon teilweise ein bisschen anstrengend. Und Rin, wir hatten ja auch kurz heute noch drüber gesprochen, bei dir ist ja auch sehr warm, ne? Also unglaublich, also sehr anstrengend zu zocken, oder? Auf jeden Fall. Sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich glaube auch, wenn man so Statistiken sehen würde, also wenn es sowas geben würde, wenn man schaut, über das ganze Jahr verteilt, wann so die Spieler am aktivsten waren, ich glaube, da kann man das schon so absehen, dass eher so im Frühjahr und im Herbst so am meisten los ist. Unabhängig davon, dass natürlich immer wieder neuer Content hier kommt. Glaubt ihr das auch persönlich, dass da die Spieler auch vielleicht ein bisschen, das ein bisschen temperaturabhängig immer entscheiden, wann sie zocken, wie viel? Oh, ich denke schon. Ja, und was denkst du, Rin? Ich denke eher nicht, diese hart eisernen Spieler, der ist es egal, welches Wetter die haben. Die sind ganz konsequent, die raiden, egal wie kalt und wie warm es ist. Ja, aber ich denke halt schon, dass halt zu Sommerzeiten oder generell bei Feiertagen halt dann ein bisschen zum Beispiel Raid-Tage viel ausfallen werden oder so, aber dass dann halt weniger spielen komplett, denke ich eher nicht. Okay. Was denkst du persönlich, Melli? Ja, ich denke so Casual-Gamer oder generell so Spieler, die jetzt nicht Hardcore-Raiden sind, dass es bei denen schon auch wetterbedingt ist. Also ich kann es ja auch nur von mir selber sagen, wenn es hier mal in der Wohnung 30 Grad hat oder so, dann habe ich jetzt auch nicht gerade das Bedürfnis, noch meinen PC anzumachen, der hier nochmal schön heizt, ja. Und das ist auch nicht so toll. Da hat man halt eher mehr Lust, halt rauszugehen und irgendwas zu machen und schwimmen zu gehen oder was auch immer. Und von daher denke ich eigentlich schon, dass tendenziell im Sommer online eher ein bisschen weniger los ist, als wenn es halt ein bisschen kühler ist. Ja. Was für dich eigentlich, Mishu, verfolgst du eigentlich unseren aktiven Raid-Content trotzdem noch weiter oder sagst du, na, ich will da bloß nicht reingucken, sonst werde ich traurig? Na, ich guck mir das schon an. Also sehen würde ich das schon. Ja. Auch irgendwann mal sicherlich gerne auch mal selber machen. Aber, naja, ist jetzt so, wie es ist, ne? Du hörst dich etwas betroffen an, Mishu. Ja, also Süchtiger erstmal davon wegkommen, ne? Ja, genau. Ich meine, das war ja jetzt auch eine lange Zeit, ne? Das waren knapp 2 Jahre jetzt, die ich dabei war. Ja, das ist schon extrem, ne, wie die Zeit vergangen ist. Ja, wenn ich mal belege jetzt auch, wie viele Videos jetzt schon bei mir auf dem Kanal zu sehen gibt und auch das speziell zum Spiel Final Fantasy 14, das ist echt schon extrem. Und das wird einem irgendwie jetzt, umso mehr Videos rauskommen und umso mehr Videos von uns gemacht werden und umso bewusster wird einem das. Wir hatten ja auch beim letzten Livestream, hatten wir auch mal drüber gesprochen, wie viele Spieltage wir selbst haben, Mishu. Hast du das schon mal selbst auch geguckt oder nicht getraut? Nee, ich hab nicht geguckt. Ja, da. Wie war das? Wie konnte man das machen? Rin/Playtime, oder? Ja,
Ja, Kombi, schau mal raus. Also, schreib mal rein. Och, na, das geht ja noch. 133 Tage und 19 Stunden. Ja, das geht ja. Ja, ich glaube, der Spitzenreiter, den wir gehört hatten, das war, ich glaube, sogar Outway. Also, es ist ein Twitch-Name und ein Spieler hier im Spiel Final Fantasy XIV. Und der hatte, glaube ich, um die 340 oder sowas. Oh. Was? Das oder? Ist ja nicht mal ansatzweise hoch. Ja, gut, du. Boost. Ja, aber du bist ja hier, du hast alle Rekorde geknackt. Nee, einer in den Kommentaren hatte sogar gesagt, dass er jemanden in der Gilde hat, der noch höher war. Ja, gut, klar. Es gibt immer Leute, die einen drauflegen, aber ich glaube trotzdem, dass für unsere Verhältnisse ist das schon ordentlich. Und das zeigt einfach, dass es weiter eine Menge Spaß macht, auf jeden Fall. Hm. Wie ist es denn jetzt eigentlich vom Content, der jetzt neu dazukommt, immer wieder? Also jetzt aktuell wird ja mit Anfang Juni 2016 kommt ja der Patch 3.3 raus, Revenge of the Horde heißt es ja. Und hast du dich da auch schon schlau gemacht, Mischu? Und bist du da auch schon sehr gespannt? Oder wie ist das für dich? Also folgst du die News von Final Fantasy und das, was in der Zukunft kommt, auch sehr aktiv weiterhin? Oder ist das eher so, was du dann so mitnimmst, wenn es halt da ist? Also zu meiner Schande muss ich echt gestehen, dass ich diesmal mich gar nicht irgendwie vorab informiert habe. Habe ich sonst immer gemacht, aber ich hatte einfach jetzt aktuell auch keine Zeit, irgendwie was großartig anzugucken. So ab und an habe ich nur mal was dann eben in irgendwelchen Chats mitgekriegt, sei es hier im Gildenchat oder sonst wo. Aber ansonsten habe ich mich gar nicht vorher informiert. Aber ich bin trotzdem gespannt und werde es natürlich auch antesten dann. Antesten, das hört sich an wieder, als wärst du ein Süchtiger, der es mal probiert. Ja, naja, wieder langsam ranführen. Ja, du hast gesagt, 3 Wochen, sind es 3 oder 2, was hast du gesagt? 3 Wochen liegt es ja jetzt schon? 3 Wochen, genau. 3 Wochen. Boah, wie die Zeit vergeht, unglaublich. Ja, ich bin ja auch froh, dass wir trotz dem herben Verlust, das muss man sagen, also ich glaube, das war für uns alle doch ein bisschen überraschend natürlich, dass jetzt unsere Raid-Gruppe jetzt verlassen hast, aber für uns stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir wirklich passenden Ersatz finden können, Michu, ja? Ich meine, das ist ja auch immer so ein großer Faktor, wenn jemand schon so lange dabei ist bei der Raid-Gruppe und auf einmal dann aufhört, dann ist ja auch schwierig, solch eine große Lücke, muss man ganz ehrlich sagen, auch zu füllen. Und Gott sei Dank haben wir es aktuell geschafft. Ja, wir haben auch recht zügig auch jemanden Neues gefunden. Und das passt auch soweit. Und ist das für dich auch ein Punkt gewesen, dass du gedacht hast, oh meine Güte, wenn ich jetzt aufhöre und hoffentlich finden die jetzt einen neuen und sonst habe ich ein schlechtes Gewissen oder sagst du, nö, das grenzt sich schon ganz klar ab und sagt, nee, komm Leute, versteht mich, aber ich bin jetzt weg und was danach kommt, ist mir egal. Nein, also ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Es hat halt immer dieser Gedanke gespielt, oh mein Gott, du lässt ja doch die Leute irgendwie im Stich und so, ja. Und ich hatte eben ja auch das angeboten, so lange bis ihr Ersatz habt, komme ich auf jeden Fall noch mit und bin dabei. Was anderes kann ich eben nicht machen, aber ihr habt ja dann doch sehr schnell Ersatz gefunden für mich. Ja. Das war bis jetzt auch bei uns immer so gewesen. Also sobald uns einer irgendwie verlassen hat oder es angekündigt hat, dann war das immer so sehr nett, dass die Person noch so lange am Start geblieben ist, bis wir wirklich passenden Ersatz gefunden hatten. Das ist, ja, auch vielleicht nicht selbstverständlich. An der Stelle natürlich auch den Aufruf von euch da draußen, die jetzt gerade zuhören. Und natürlich würde ich es toll finden, wenn ihr euch auch an der Diskussion beteiligt, zu den Themen, die wir hier bequatschen natürlich. Also schreibt es in den Kommentar rein zum Thema eine längere Pause im Spiel Final Fantasy XIV einlegen und. Und ja, schreibt mal rein in die Kommentare, würde mich freuen. Denn ich denke mal, das betrifft uns ja auf eine Art und Weise uns alle, glaube ich. Weil ich glaube, jeder von uns hat mal schon mal so ein bisschen überlegt, okay, ein bisschen kürzer zu treten und auch vielleicht das im Zusammenhang mit dem Raiden. Ja, zum Thema, was wir in der Zukunft angehen werden. Klar, wir sind natürlich weiter am Raid-Content am Start. Neu Raid-Content, was den 8-Mann-Raid betrifft, ist ja noch nicht in Sicht, oder Rin? Kann man so ein bisschen abschätzen, wann da was Neues kommen wird? Wenn der Patch kommt, 3 Monate. Ansonsten müssen wir uns erstmal mit den Primae und den restlichen 2 Bosse, bei denen wir gerade dran sind, zufrieden. Ja, da sind wir auch noch dran, genau. Ja, wir müssen noch A7 Savage im Alexander Ray Content machen und A8 Savage. Ich glaube, das wird eh noch was da in Anspruch nehmen. Und bin natürlich sehr gespannt. Tja,
Mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber wie gesagt, neuer Content 3.3 ist am Start bald. Und da werden wir wieder auch eine Menge zu tun haben. Auch wenn du persönlich, Misha, noch nicht so viel davon mitbekommen hast. So ein paar Bruchstücke, wie zum Beispiel, dass die Anima-Waffe hier weitergeht. Oder dass die Hauptstory weitergeht. Und Hildebrand geht weiter. Und. Hast du denn so ein bisschen so ein Favorite, wo du sagst, okay, ich raide jetzt zwar nicht mehr, aber ich möchte jetzt erstmal dieses Projekt angehen. Oder machst du das einfach ganz spontan? Also werde dann ganz entspannt angehen, die Waffe auf jeden Fall, dass ich die auch weiterhin mache und dranbleibe. Das aus deinem Mund, Mischu. Ja, komm, ich habe sie fertig, ja. Respekt. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das eine fand ich auch sehr interessant, dieser Totentower oder wie der sich nennt. Totentower? Ist das das drin, wo man da diese zu viert reingeht und diese einzelnen Level da abarbeiten muss, was immer random ist? Deep Dungeon Palace of the Dead, glaube ich, ist das. Oder dann halt so. Aber eben das fand ich sehr interessant und das würde ich auf jeden Fall sicherlich auch öfter mal angehen dann. Ja, ja. Es gibt ja auch neue Blumentöpfe fürs Housing, Bischof, falls es interessiert. Ach so, okay. Ja, also für jeden Mann war es dabei, also für einen Gärtner und ja. Was ist mit Klamotten? Ja, es gibt auch neue Klamotten, doch, ja. Oh, okay. Neue Super. Frisuren auch, so eine Elvis-Locke. Ah, okay, ich lange Haare, weißt du, ja. Ja, so ist das halt. Ich warte immer noch drauf. Da wirst du nicht zufrieden sein. Es gibt diesmal nämlich keine schönen weiblichen Frisuren. Ah, okay. Ja, aber da könnte man natürlich auch mal drüber quatschen, ne? Also vielleicht in der nächsten Brabbelsalle-Folge zum Thema Patch 3.3 mal so ganz zusammengefasst, was wir auch zum Beispiel im aktuell herauskommenden Trailer zum Patch gesehen haben. Da gab es ja viele Eckpunkte. Das könnte man ja auch dann in einer weiteren Folge machen. Aber ich würde mal sagen, hier werden wir die Folge beenden. Und wir haben ja sowas, ja, das mal angesprochen zum Thema halt Final Fantasy, mal eine kleine Pause einlegen. Ja, nein, ist man da ein Befürworter? Kann man das irgendwie nachvollziehen oder hat man auch selbst schon überlegt, immer solche Pause mal zu machen. Also schreibt mal in die Kommentare, würde mich freuen. Und da würde ich mir sagen, wir verbringen doch den restlichen Abend hier ganz gemütlich mit dem Vögelchen auf dem Tisch, der hier rumfliegt. Und bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören natürlich. Und natürlich an die Illustro-Runde Rinne, Melitus und Mischu. Vielen Dank, vielen Dank. Gerne. 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 Und dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß weiter im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward. Tschüss.